Last but not least, Henk Enjo und Dirk Lee. Ich höre, kann man die Ukulele vielleicht verstärken? Ist die schon? Geht's noch ein bisschen? Ah, jetzt. Okay, dankeschön. Letztes Mal am Montag war ich alleine hier und zufällig hat sich das ergeben, dass wir am Donnerstag darauf eine Band gegründet haben. wir nennen uns Puddinghaut. Wir sind eigentlich zu dritt. Der Rüdiger, der unser Bassist, der ist leider konnte heute nicht mitkommen. Deshalb sehen Sie jetzt heute Abend Puddinghaut Light. Das ist hier. Und das erste Lied, das ist ein Lied für Vegetarier. Ich dachte, für die sollte man auch mal ein Lied schreiben. Und das Lied heißt Servierte Kühe. Das geht folgendermaßen. Ich fuhr am Niederrhein entlang. Ich weiß nicht mehr, woran es lag. Ich hatte plötzlich diesen Drang. Ich wollte spielen, wollte singen, die Ukulelenseiten schwingen. Und deshalb hielt ich meine Waage an. Ich stellte mich an einer Weide auf, sang mein Lied aus voller Brust. Dabei hörte ich hinter mir Kuhgeschnauf. Da wurde mein Publikum mir bewusst. Die Kühe ließen mich für sie singen, ließen dazu ihre Schwänze schwingen. Und das Konzert hat uns allen gut getan. Oh ja. Und das Konzert hat uns allen gut getan. Und dann sing ich noch ein Lied für die Kuh. Noch ein Lied, noch ein Lied, noch ein Lied für die Kuh. Sie steht einfach nur da. Hört mir zu. Und dann sing ich noch ein Lied für die Kuh. Noch ein Lied, noch ein Lied, noch ein Lied für die Kuh. Und ich muss sagen, sie hört besser zu als du. Und ich muss sagen, sie hört besser zu als du. Und dann sing ich noch ein Lied für die Kuh. Noch ein Lied, noch ein Lied, noch ein Lied für die Kuh. Und plötzlich singt sie mit und es erklingt ein wunderbares Mu. Ich singe noch ein Lied für die Kuh und ich muss sagen, sie wird besser zu als du, Liebling. Oh, das Konzert hat uns allen gut getan. Oh ja, ich wiederhole es. Das Konzert hat uns allen gut getan. Jetzt kommt der zweite Teil. Verweist und jedem ist wohl klar, was das heißt. Die Kühe wurden serviert und ich hab's leider nicht verhindert. Die Kühe wurden serviert. Mein Publikum hat sich dadurch stark vermindert. Ein wunderbares Mut, ein ganz wunderbares Mut.
Thank you.